This is Dave Bradshaw, and you're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Just Bring It Podcast. Es wird mal wieder Zeit, über ein Nerd-Thema zu sprechen, und zwar über ein Superhelden-Thema. Und was gibt es im Moment Wichtigeres als den neuen Batman-Film The Batman, in diesem Jahr rausgekommen, gerade schon bei Prime zum Leihen zur Verfügung. Ich habe den Film gesehen und ich will darüber reden, und dazu habe ich mir jemanden geholt, mit dem ich schon ganz oft über Superhelden gesprochen habe und der prädestiniert ist für einen Batman-Podcast. Nämlich unseren Batman hier aus unserer Umgebung, der Storzberg. Hallo Storzi. Hallo, grüß dich. Storzi, wir wollen über Batman reden. Ich glaube, es gibt keinen besseren als dich, der mit dem ich über Batman reden kann. Ach, um Gottes Willen, es gibt mit Sicherheit bessere. Du hast nur keinen besseren gefunden bis jetzt. Aber da gibt es Tausende, die besser sind. Ich glaube, in meinem Umfeld bist du der Bewandertste bei Batman. Und wir haben ja auch schon mal in unserem ganzen Superheldenbereich mal über Batman gesprochen. Bevor wir über einen neuen Film sprechen, wer war dein Lieblings-Batman, bevor du den Film gesehen hast? Ob er es danach auch noch war, reden wir gleich drüber. Oh, das wird jetzt gar nicht so einfach. Also die meisten würden wahrscheinlich jetzt pauschal Christian Bale sagen, den ich toll fand. Aber ich fand zum Beispiel Michael Keaton auch fantastisch. Ja, ich auch. Ne, man muss ja leider sagen, Christian Bale im zweiten Teil in The Dark Knight, da war der selber in seinem eigenen Film nur Statist. Ne? Das ist ja. Da wurde er ja von Heath Ledger an die Wand gespielt. Das muss man echt mal so sagen. Ja, das stimmt. Da hatte er wirklich keine Chance gegen Heath Ledger. Nein. Braucht man sich gar keine Illusionen machen. Um Gottes Willen, der hat diese Rolle gelebt. Also das war ja einfach so. Hattest du aus deiner Sicht danach noch mal jemand geschafft, eine Rolle so intensiv auszuleben wie Heath Ledger in dem Batman? Ja, tatsächlich. Mhm. Hier Joaquin Phoenix in Joker selber. Genau, Joker war auch so einer, ne? Also ich meine, überleg mal. Für zweimal die gleiche Rolle. Und dann nicht irgendwie eine klassische Rolle aus einem Shakespeare-Drama oder sonst was, sondern aus einem verdammten Comic, haben zwei Leute Oscars gewonnen, weil sie diese Figur dargestellt haben. Unglaublich. Ne, also ich meine, der Joker gilt ja nicht ungefähr als einer der besten Schurken überhaupt. Also so in einer Linie mit Darth Vader und was weiß ich was. Aber der Joker halt auch. Bösewichten ist er halt mit einer der ganz vorderen. Stimmt, weil der halt auch so viel Tiefe hat. Ne? Der Joker ist kein oberflächlicher Bösewicht, sondern steckt so viel hinter. Ja, das Geniale beim Joker, oder das finde ich das Geniale an den Batman-Comics generell, du kannst eine Figur so oder so spielen. Und alle haben irgendwie ihre Berechtigung und alle machen das irgendwie richtig. Also du hattest einen Jack Nicholson, der hat diesen Mafiosi, diesen Gangster-Joker gespielt. Dann hast du Heath Ledger gehabt, der hat diesen Anarcho-Punk gespielt. Und jetzt halt Joaquin Phoenix, der dann halt den Joker halt in so einer wirklich, ja, sag mal, tragisch irgendwie, ne? Ja, so halt so jemand, der halt wirklich Probleme hat und dadurch dann halt zum Joker wird. Ja, wirklich gute Rolle. Also, das ist schon super. Ja, wir hatten auch schlimme Joker-Darstellungen, über die wollen wir jetzt nicht reden. Aber wir wollen wieder zu dem großen Gegenspieler, zu Batman zurückkommen. Ja, und sehr wir gerne. Haben jetzt gerade schon drüber gesprochen, ne? Batman, der uns vorher gut gefallen hat. Und jetzt haben wir Robert Pattinson. Wie fandest du denn generell Robert Pattinson, bevor er den Batman gespielt hat? Wie war deine Meinung zu ihm? Nicht, also differenzierter als bei vielen anderen, muss ich sagen. Mhm. Ich habe Robert Pattinson in tatsächlich mehr als einem Film, also mehr als den Glitzervampir, wie sie ihn ja immer so schön nennen, gesehen. Er hatte vorher noch zum Beispiel mit Willem Dafoe, der Leuchtturm gemacht. Großartiger Film. Und also ich finde, Robert Pattinson ist einfach auch ein geiler Schauspieler. Ja.
Also, nicht ganz bei dir. Und deshalb fand ich die Wahl von vom Regisseur oder die Wahl vom Studio, dass sie gesagt haben, ne, wir nehmen Robert Pattinson als Batman, fand ich super. Das Lustige ist halt, dass vor allem dieser junge Batman. Bei jedem Batman immer irgendwie so, da wird erstmal die Nase gerümpft, ne? Das war bei Christian Bale, glaube ich, genauso. Da haben sie auch alle gesagt, was willst du mit dem als Batman? Und bei Pattinson jetzt auch. Und ich glaube, wir können gemeinsam sagen, so wie ich dich auch rausgehört habe bislang, er hat seinen Job ganz gut gemacht. Ne? Ich fand's wirklich super. Ich fand's wirklich gut. Der hat diesen, ja, diesen jungen, wilden, voller Zorn zerfressenen Batman hat er, finde ich, richtig gut rübergebracht. Ja. Und das denke ich mal, ist auch nicht so einfach. Aber auch nicht. Das ist, glaube ich, bis jetzt die schwerste Batman da schon, weil alle anderen, muss ja sagen, die anderen Batman waren ja von der Grunderzählung relativ gleich. Und der hat jetzt eine andere Story. Ja. Es war also, ja eigentlich, mal so. Hatten wir nicht bei allen Batman diese Grundstory mit dass wir immer mit den toten Eltern quasi begonnen haben? Ja, jetzt außer Batman vs. Superman oder außer Justice League, klar. Den ja. Also ja, also im ersten Batman da war das auf jeden Fall noch so. Also Michael Keaton, wird das ja auch am Anfang noch thematisiert. Da ist es ja auch Jack Napier, sprich der Joker, der seine Eltern tötet. Genau. In den anderen Filmen, ja klar, also die Origin Story, und das ist ja auch das Gute jetzt an dem, die haben sie jetzt mal komplett weggelassen. Ja. Ne, die kennt jeder. Jeder weiß, Bruce Waynes Eltern wurden getötet, der Junge kam damit nicht zurecht. Und ja, ist quasi zu Batman geworden. Ja. Und diesmal ist es anders. Und da gehen wir gleich mal genauer drauf ein, was wir denn für eine Story haben, wo die auch herkommt. Lass uns mal kurz mal Grunddaten sprechen. Wir haben einen Film von 2 Stunden, 56 Minuten, der jetzt seit, ich glaube, knapp einer Woche oder 2 Wochen bei Prime zu sehen ist. Fandest du die Länge okay oder war er dir stellenweise zu lang, zu kurz? Er war an manchen Stellen doch ein bisschen lang, muss ich zugeben. Aber andererseits, man hat halt auch viel Wert, glaube ich, auf die Nebenstory, auf den Nebenstrang gelegt, in dem Fall. Also du hast, im Grunde genommen hast du 2 Hauptstories in dem Film. Stimmt. Na, du hast den Riddler und du hast einmal die Story rund um Falcone, na, die dann erst zusammengeführt werden. Ja, das stimmt. Das ist auch interessant, dass man so 2 Storys und dass man direkt auch mehrere Bösewichte im ersten Batman-Film präsentiert. Das fand ich auch schon mal interessant. Über die müssen wir gleich alle mal sprechen, weil da waren wirklich gute Leistungen bei. Ich finde es sehr interessant. Der Film war ja ab 12 Jahren, wie die auch immer so auf Messerschneide an der Altersgrenze sich bewegt haben. Ne? Es war teilweise richtig brutal, aber immer so, dass du nicht viel gesehen hast. Und das war richtig gut gemacht, durch die Dunkelheit auch, durch die verschiedenen Kameraperspektiven. Muss ich sagen, respektabel, was sie daraus gemacht haben. Ja, absolut. Absolut. Wie du schon sagst, also der Film war an sich schon relativ brutal. Also, dass der ab 12 war, hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert. Ja, was kann man alles mit Licht und Schatten machen? Aber ich meine, andererseits, ja, wenn du so einen Film drehst, du weißt natürlich, worauf du dich einlässt irgendwo, ne? Du weißt halt, gut, Batman streichelt seine Gegner halt nicht. Das stimmt. Aber das war der, für mich jetzt wirklich der Batman, der so am, aus meiner Sicht, bei den Realverfilmungen am härtesten vorangeht, der also wirklich, wie du schon gesagt hast, diese Wut, diese Ungestümtheit noch in sich hat. Und das habe ich, glaube ich, in den vorherigen Batman-Filmen in dieser Art, also in dieser Dunkelheit, in dieser Rage, die er so ausstrahlt, vorher noch nicht gesehen. Zumindest in Realfilmen. Ja, wobei in Batman vs. Superman, da ist das teilweise auch so. Gut, stimmt, ja. Da brennt der Irene ja zum Beispiel das Bat-Symbol in die Haut ein und solche Sachen, ne? Stimmt auch wieder, ja, hast du recht. Den vergleiche ich immer wieder, den Film. Es ist halt nicht diese Klamauk-Sache von Joel Schumacher, ne? Also, ja gut, die Filme sind ja wirklich, die verschwinden auch irgendwann im Giftschrank, glaube ich. Ja, wäre besser.
Also, es ist, also ich meine, der mit Val Kilmer, der ging noch. Ja. Aber der Clooney-Film, das war ja, mein Gott. Was haben die sich dabei gedacht? Ich glaube, die größte Erinnerung sind wirklich die Bettnippel aus dem George Clooney-Film. Das ist ganz furchtbar. Ganz furchtbar, ja. Ja. Oh Mann. Handlungsmäßig, wir haben Batman, der quasi jetzt im zweiten Jahr, du hast schon gesagt, zweiten Jahr seiner Verbrecherjagd ist, kämpft gegen Korruption in Gotham, sagt doch recht klar, es ist verdammt schwer, hier gegen anzukommen. Und dann taucht ein Serienmörder auf und der wird dann halt auch später als Riddler benannt. Und mit dem starten wir auch gleich den Film. Aber erstmal hier für den Hintergrund, für die Leute, die das nicht so gut kennen. Du weißt das ja immer. Welche Comics wurden denn hier abgebildet in dem Film? Also in dem Film, wie allerdings auch schon in anderen Filmen davor, also in The Dark Knight zum Beispiel, da haben sie The Long Halloween und Year One, also Batman Year One, stark verwurstet. War denn die Darstellung gut? Du als Comic-Leser? Ja, war wirklich gut, war wirklich gut. Also die haben es wirklich jetzt nicht so gemacht, so... gut, manche Szenen haben sie wirklich 1:1 übernommen. Also wir spoilern ja, gehe ich ja, mal von wir aus. Wir spoilern ja immer alles. Okay. Also zum Beispiel die Szene, wo Falcone dem erzählt, oder hier Bruce Wayne erzählt, wie er ja damals angeschossen wurde. Und von Bruce Waynes Vater, von Thomas Wayne, der ja Arzt war, auf dessen Arbeitstisch quasi operiert wurde und Falcone sich erinnert, dass Bruce als kleiner Junge quasi auf der Brüstung gestanden hat und sich das angeguckt hat. Und das ist zum Beispiel eine Szene, die wird zwar nicht gezeigt und er erzählt sie nur, aber diese Szene kommt oder dieses Ding kommt halt 1:1 in The Long Halloween vor. Ja, okay. Ja, und ja, spannend. Halt auch die Story rund um Selina Kyle, also um Catwoman, die übrigens wirklich 1:1 auch aussieht wie in The Year One. Ah, okay. Ne, die, ohne Scheiß, also Zoe Kravitz da in dem Film, das ist der Hammer, die sieht wirklich aus wie in dem Comic. Und, wie fandest du sie denn generell in der Rolle, wenn wir gerade mal bei ihr sind? Fand ich super, weil die wirklich auch die quasi ihre Freundin sucht und alles und darum ja interagiert, fand ich super. Fand ich richtig gut. Ich fand auch, sie war, das Schöne bei ihr ist, sie ist keine klare Heldin. Nein, genau. Das finde ich so gut. Genau. Das ist dieser Film generell, dieser Film hat so das angepackt, dass er wenige Figuren klar auf eine Seite gestellt hat, sondern sehr viel so im Zwischenspiel. Wer sehr klar auf der guten Seite steht, ist Gordon, würde ich sagen. Ja. Noch, ich glaube, Lieutenant Gordon in dem Moment noch. Mhm, genau. Alfred steht sehr klar auf der guten Seite, aber auch Batman durch seine sehr aggressive Art zwischendurch. Der hat auch so Punkte, wo man sagen könnte, der könnte auch kippen. Das ist ganz gut gemacht. Und selbst die Bösen, du hast schon Falcone angesprochen, der quasi ja eine Schuld auch beglichen hat, der auch für mich nicht so hundertprozentig in jeder Facette böse dargestellt. Ja, richtig. Also es ist so, es fehlt dieses comic-mäßige Superschurken-Gedöns. Ja, richtig. Also der Einzige, der, sag ich mal, halbwegs in diese Kategorie fällt, ist der Riddler, aber jetzt nicht wegen Superschurke, sondern, wie du schon sagst, wegen Serienmörder, wegen jemand, der offensichtlich psychisch echt Probleme hat. War auch der, ne? Der Riddler. Ich kannte den Riddler jetzt bis jetzt nur Jim Carrey Riddler, ne? Ja. Mein Gott, finde ich diesen Riddler in dem Film gut. Ich habe nichts gegen Jim Carrey, aber Jim Carrey war für mich halt Jim Carrey in einem Riddler-Kostüm. Und hier war halt wirklich, das hier war für mich ein Horror-Riddler und kein Comedy-Riddler. Weißt du, dass ich darauf wirklich lange gewartet habe? Das ist jetzt kein Witz. Ich habe endlich mal in einem Film einen Riddler gehabt, der so dargestellt ist, wie ich mir den vorgestellt habe. Überhaupt hat der Film viele Facetten, wo ich sage, so genau so mag ich meine Helden, beziehungsweise meine Anti-Helden, meine Gegner, meine Schurken. Genau das
hat diesen Riddler ausgemacht, dieses diesen super arroganten, wirklich auch super intelligenten Typen, der sich um jeden Preis mit Batman messen will. Der hat diese Obsession, ich muss besser sein als der, ich muss das und das schaffen. Das kommt da richtig gut rüber. Ja. Also das wird richtig gut dargestellt in meinen Augen. Und wie du auch schon sagst, die Befürchtung, sag ich mal, hatte ich nicht, dass das so ein Ulk-Riddler wird, aber die Darstellung hat mir sehr gut gefallen, muss ich echt sagen. Kanntest du den Schauspieler vorher schon, den Paul Dano? Nee, ich kannte ihn gar nicht. Ich habe den, glaube ich, vor ewigen Zeiten mal in dem Prisoners-Film gesehen mit Hugh Jackman und, der war ja noch zweite Hauptrolle, Hugh Jackman und Jack Gyllenhaal. Da habe ich ihn mal drin gesehen, aber es war auch die einzige Rolle, glaube ich. Aber ich fand den richtig gut als Riddler. Und auch dieses, der hatte ja diesen Übergang vom, du hast es ja, dieser Genie-Wahnsinn-Übergang, so ein bisschen das, der will sich messen, der ist mal auch ein bisschen durchgeknallt im Kopf, ne? Ja, ja, absolut. Und der dann, hat so dieses Una-Bomber-mäßige, ja. Dieses Mathematiker, der aber komplett durchdreht halt, der schon zu intelligent ist. Und der hat das so gut gespielt. Und auch das Schlimme ist halt, seine Motivation kannte man sogar zum Teil nachvollziehen. Weil der hat ja so eine leichte, so eine verschmitzte Robin Hood-Motivation, wo wirkt zumindest am Anfang. Er tötet am Anfang ja nur die Bösen, in Anführungsstrichen. Ne? Genau. Und deswegen ist das so, so gut gemacht, weil er auch eher da erstmal nicht grundsätzlich komplett böse wirkt, sondern man denken könnte, ja, okay, ich kann verstehen, warum er das macht gerade. Richtig. Richtig. Das muss man auch erstmal schaffen. So einen Bösewicht, der wirklich total wahnsinnig ist, so darzustellen. Und auch wie er, so, er macht ja auch den Opener, ne, wo er quasi erst den, ich weiß gar nicht mehr, war das der Bürgermeister noch oder war es der Anwalt? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das vermischt gerade so ein Anfang bisschen. Hat er den Bürgermeister, glaube ich. Was der Bürgermeister? Nee, Quatsch. Nee, du hast recht, das war, der Erste war, Moment, war der Erste jetzt der Bürgermeister? Ich weiß es auch nicht mehr. Ist aber auch nicht so tragisch. Doch, aber war wohl der Bürgermeister, weil der Commissioner Gordon ja noch anpfeift hier, was Batman da zu suchen hat und alles, ne? Ja, stimmt, ja. Also, und wie der den aber erst beobachtet, was ja sehr professionell wirkt, dann aber wie ein total Wahnsinniger über den herfällt. Ja, ja, ja. Dieser genau. Unterschied, unheimlich gut gespielt. Ja, ist halt so ein Stalker halt auch, ne? Ja. Es ist so ein, der ist halt wirklich unheimlich, wie du eben schon gesagt hast, so ein Horror-Riddler, so ein Typ, der dich aus dem Hinterhalt beobachtet und die passende Gelegenheit abwartet, dich zu meucheln. Ja, richtig. Also, Und der bringt halt auch diese Stimmung mit, die der ganze Film hat, ne? Der Riddler ist düster und, ja, irgendwie ein bisschen gestört, zerstört, wie der ganze Film und die ganze Stadt. Wie fandest du die Stimmung von Gotham? War das dein Gotham City, was du da gesehen hast? Definitiv, ja. Irgendwer hat uns mal gesagt, Gotham ist Metropolis bei Nacht. Gotham ist dieses, ja, dieser Sumpf aus Verbrechen, diese dreckige Stadt, die eigentlich nicht zu retten ist, ne, die sich selber auffrisst und Batman versucht eigentlich, ja, das Schlimmste zu verhindern. Also er weiß selber, er kann es nicht allein, eigentlich kann er es nicht, aber er versucht es zumindest, so nach dem Motto. Ja. Und also dieses Gotham hat mir sehr gut gefallen, dieses Abgründige halt und dann diese Straßengangs, die da unterwegs sind und fand ich super. Hat aber auch ein bisschen was, also so kam es mir zumindest vor, vielleicht habe ich das auch falsch reininterpretiert, dass das so noch so ein Ausfluss aus dem Joker-Film war. Mhm. So, dass die
Weil da wurde das ja schon so angedeutet, dass da die Leute auf einmal so Partei ergreifen und dann hier so marodierende Banden durch die Stadt ziehen und was weiß ich. Im Grunde könnte es eine Fortsetzung sein von den Joker-Filmen. Im Grunde genommen ja, ne? Mhm. Ja. Auch vom Grundtenor her. Ja. Also dieses von der Bildsprache her, vom Filmstil her, also ich finde, der hatte schon viel vom Joker. Mhm. Auch vom Voiceover, das Batman quasi sagt, eigentlich ist diese Stadt verloren. Ja. Muss man auch sagen, ne? Und dann muss ich auch sagen, jetzt springe ich mal ganz weit nach vorne. Da fand ich auch dieses Finale so bezeichnend, so ein bisschen biblisch bezeichnend, dass quasi die Stadt mit der Flut einmal gereinigt werden soll. Mhm. Das fand ich so als Bild, fand ich das unheimlich stark, obwohl es vielleicht gar nicht so gemeint war. Aber für mich so interpretiert, diese wirklich verseuchte Stadt, die durch diese Flut von Riddler dann, weil er das halt so sieht, einmal gereinigt werden soll. Ja, absolut. Du hast auch recht, genau so war es ja auch. Mhm. Ne? Ja. Also, ich weiß nicht, ob es seine Intention war, aber ja, genau so kam es rüber. Genau so. Lass uns mal auf die Einzelfiguren schauen. Wir haben schon ein bisschen über ein paar gesprochen. Wir haben Selina eben schon angesprochen. Selina, unsere Catwoman, die jetzt nicht das komplett typische Catwoman-Kostüm hat, aber viel mehr Eigenschaft von Catwoman. Denn Catwoman wurde ja oft beschrieben als Verkleidungskünstlerin, die also immer wieder anders auftritt. War das auch Comic-akkurat, wie sie es dargestellt hat? Du hast ja schon gesagt, die war sehr nah am Comic. Ja, also schon. Und halt auch dieses, nicht dieses, wie oft dargestellt, dieses sexy Ding und das ist schon eine selbstbewusste Frau, die, sag ich mal, aus schweren Verhältnissen kommt. Mhm. Aber ihre Talente, also ich meine jetzt hier ihre Kampftalente, auch entsprechend einsetzen kann. Mhm. Ne? Und die. Ja, sie ist halt eine Opportunistin, ne? Sie macht das, was nötig ist. Ja. Und ne? Sie ist so ein bisschen der Inbegriff der Selbstjustiz, ne, in dem Film. Irgendwie schon. Mhm. Irgendwie schon. Sie ist halt. Sie wird ja auch in den Comics immer so ein bisschen als Anti-Heldin dargestellt. Mhm. Du kannst sie nicht wirklich einordnen. Ist sie gut, ist sie böse? Es kommt drauf an. Ne? Also, wie die Situation ist oder wie du die Situation siehst. Ja. Also grundsätzlich böse ist sie nicht, aber sie macht halt das, was sie für nötig hält. Und sie ist halt die zweite wirklich gute Catwoman in Realfilmen, würde ich sagen. Ja. Ich mochte Michelle Pfeiffer sehr als Catwoman. Ja. Das hatte auch schon sowas Mystisches, aber genau. Mir gefiel die auch sehr gut. Ich mochte den eigenständigen Catwoman-Film überhaupt nicht. Oh mein Gott, ja, das Eddie war Barry, auch, ne? So eine Katastrophe. Oh. Die hätte man auch. Ich hab zuletzt aber Ausschnitte aus Cats gesehen. Man hätte die Catwoman aus dem Catwoman-Film auch gut in den Cats-Film mit reinpacken können. Ja, das hätte auch reingepasst. Irgendwie. Und alles ein bisschen schräg, ja. Ich meine, Halle Berry hat ja selber darüber genug Witze gemacht hier als Catwoman. Ja. Ich glaube, sie war die erste Schauspielerin, die damals ihren Raspberry ihre goldene Himbeere entgegengenommen hat. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Das Jahr, nachdem sie den Oscar gekriegt hat. Ich glaube, sie war die zweite. Sandra Bullock hat das auch mal gemacht und hat total emotionale Rede gehalten, so richtig sich selbst aufs Korn genommen. Das fand ich auch sehr, sehr amüsant. Ja. Muss ich sagen. Das finde ich gut, wenn die Leute dann damit auch so umgehen. Ne? Ich mag das auch. Ja. Aber Selina ist halt wirklich, sie kämpft für das, was ihr wichtig ist, und da sind ja auch alle Mittel recht. Und wenn man jetzt mal sich da so ein bisschen reinversetzt, wenn jemand von meinen engsten Freunden, wenn ich keine Familie hätte, jemand meiner engsten Freunde umgebracht worden wäre, weiß ich nicht, ob ich nicht ähnlich reagiert hätte. Ja. Muss man sagen, ne? Das ist es eben. Also sie ist, sie, also man kann sich mit ihr schon durchaus identifizieren, absolut. Ich habe mich sogar dabei ertappt, dass ich gesagt habe, nee, sie hat doch recht, lass sie doch machen, so nach dem Motto, dass du eher Batman sagst, so, mein Gott, dann lass sie doch halt machen. Mhm. Die kann es wahrscheinlich besser als du. Die ist zumindest direkter und gezielter in dem, was sie tut. Ja, definitiv.
Und lustigerweise nicht so emotionsgeladen, wie es halt Batman ist. Sie, sie hat zwar auch Emotionen dahinter, aber sie geht damit anders um und verhandelt das anders um. Ja. Nutzt es anders. Ja, dann, sie ist ja Batman relativ nah. Wer ihm noch näher ist, ist Alfred, unser neuer Butler, gespielt von Andy Serkis. Und ich muss sagen, Alfred ist hier das erste Mal mehr als ein Butler, denn Alfred ist für mich hier der Watson von Batman, so ein bisschen. Wie fandest du ihn? Ja, also ich weiß nicht, also hier Alfred Pennyworth ist ja sowieso eine viel stärkere Figur als nur ein Sidekick. Mhm. Da gibt's ja auch eigene Hintergrundgeschichten. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, Pennyworth. Leider nicht. Ich wollte sie immer mal gucken, ich bin noch nicht dazu gekommen. Ist toll, super. Da geht's nämlich, das ist nämlich die Origin-Story von Alfred halt. Ah, okay. Wie er in einem fiktiven England aufwächst, beziehungsweise als Soldat zurück nach London kommt, in so ein ja quasi faschistisches England. Mhm. Und da eine Sicherheitsfirma, was im Grunde genommen Rausschmeißer sind, aufmacht und immer mehr so in diese ganzen üblen Machenschaften reingezogen wird. Und dadurch lernt er dann auch Thomas Wayne und seine und Batmans spätere Mutter Martha kennen und alles, ne? Es ist spannend. Es ist eine, also ich finde die Serie super. Und ähnlich tiefen Charakter hat Alfred in Gotham, in der Serie. Die habe ich sogar zum Teil gesehen. Ne, da hat Alfred, ist er ja auch, spielt halt auch einen ehemaligen SAS-Soldaten. Und ja, und muss dann halt so einen jugendlichen Batman quasi heranziehen. Oder einen jugendlichen Bruce Wayne in dem Fall noch. Ah, okay. Ja, aber wie du schon sagst, die Version von Andy Serkis fand ich auch sehr gut. Und dieses dieses Ding, dass quasi Alfred ihm immer irgendwie sagen musste, so, dass er mehr ist als nur der Butler. Mhm. Ne, so in dieser Szene, wenn so, du bist nicht mein Vater und dies und das. Und dann merkst du richtig, wie Alfred das auch kränkt. Ja. Ne, und weil für ihn ist Bruce Wayne sein Sohn. Ne, irgendwo. Er hat ihn großgezogen. Ne? Und ja, dass der da so quasi so ein bisschen wenig Respekt für Alfred am Anfang hat, das ging mir selber tierisch auf den Keks, muss ich zugeben. Batman ist teilweise auch richtig unsympathisch am Anfang. Ne? Ja, absolut. Wo ich dachte so, ey, sag mal, so kannst du doch nicht mit Alfred reden. Wie, was fällt dir überhaupt ein? Aber ich finde das so gut, dass man Batman mal so wirklich als nicht direkt sympathischen Menschen darstellt. Man hat halt viele Sachen, die einen an ihm wirklich stören können. Ja, absolut. Wie er sich verhält. Ne? Und das finde ich auch richtig gut. Und ich muss sagen, hier Andy Serkis, ich habe ihn jetzt, wir haben ihn ja oft gesehen in Motion Capture, ne, dass er Caesar gespielt hat bei den Planet der Affen Prequels, dass er Gollum gespielt hat. Dann haben wir ihn als Ulysses Claw gesehen bei den Avengers. Ich finde seine Rolle hier bis jetzt am besten, weil er hier wirklich mal mehr Charakter zeigen darf, mehr Tiefe zeigen darf in seiner Figur. Ja, ich fand ihn damals in Burke und Hare, wenn du den Film kennst, da fand ich ihn auch noch super. Sagt mir jetzt gerade nichts auf den ersten. Burke und Hare waren, das ist, beruht auf einer wahren Begebenheit, das sind zwei Serienmörder in Schottland gewesen, die damals die medizinische Fakultät quasi mit Leichen versorgt haben, damit die dann welche zum Obduzieren hatten. Ah, okay. Und nachdem die dann halt keine passenden mehr gefunden haben, die sie ausgraben konnten, haben sie halt selber dafür gesorgt, dass die an Leichen kommen. Das ist ja spannend. Es ist eine rabenschwarze Komödie mit Simon Peck und wie gesagt Andy Serkis in den Hauptrollen. Aber super. Absolute Empfehlung. Musst du dir mal angucken. Ich habe Andy Serkis in irgendeinem Film, das ist auch schon ewig her, dass ich den gesehen habe. Gut, der hat natürlich auch bei Herr der Ringe, hat er nicht
Ja, doch, Gollum hat er gespielt. Hat der nicht noch eine zweite Rolle gemacht bei Herr der Ringe? Ja, er hat Smergol in der im zweiten vorher Teil, ne? gespielt, ne? Wie der, und dann halt noch in, ja, ich sag mal, ohne Motion Capture. Ja, stimmt. Dann hat er, der hat auch oft Voice-Over gemacht. Ich glaube, bei den neuen Star Wars-Filmen war er als Voice-Over drin, wenn man die englische Version geguckt hat, ne? Ja. Ich habe irgendwie im Kopf, ich habe den in den späten 90er, Anfang 2000er in irgendeiner Buchverfilmung gesehen. Oh, gerade nicht mehr drauf, wie die hieß. Oh ja, das ist eine gute Frage. Na egal, halb so wild. Ja, aber er ist für mich eine Figur, wo ich sagen muss, Alfred hier mal anders. Wir kennen natürlich, ich würde niemals etwas gegen den Alfred von Michael Caine sagen, weil der war auch gut. Der war so das emotionale Bindeglied mehr. Ja, also immer wieder Batman wieder auf den richtigen Pfad so ein bisschen gezogen hat. Und Andy Serkis ist halt an seinem Alfred sowohl ein Kollege, würde ich fast sagen, weil er ja sehr viel mit ermittelt, als auch wirklich der Vater hier, dieser Vaterersatz. Ja, und du hast halt in den, was annähernd noch rankommt, ist tatsächlich Jeremy Irons. Ja. Von dem Batman vs. Superman, ne? Genau, und er spielt das ja auch so. Und er ist halt derjenige, der in der Betthöhle sitzt und den Computer bedient und dies macht und das macht. Also das ist da noch ähnlich, aber mir gefiel das halt auch gut. Dieses, dass er eigentlich auch so der Mahner, also immer noch, das war er in allen Filmen immer so der Mahner, aber auch ja durchaus, ja, einsieht, okay, ich krieg das, er wird sowieso machen und ich unterstütze ihn besser, bevor er sich das Genick bricht. Ja, richtig. Ja. Ja, und dann haben wir noch jemanden an Batmans Seite von der Polizei, und zwar, ich glaube, er ist noch Lieutenant Gordon, ne, zu dem Zeitpunkt. Ja, er ist noch Lieutenant Gordon, genau. Und der ist so ein bisschen der Lichtblick in der korrupten Führungsebene der Polizei, der quasi auch die gute Seite der Polizei darstellt. Und ich muss sagen, Jeffrey White, den man ja aus Westworld kennt als Bernard, ich habe ihn erstmal gar nicht erkannt, weil der sah für mich irgendwie verändert aus. Der ist aber ein Schauspieler, den man eigentlich viel häufiger sehen sollte, weil ich finde ihn immer unheimlich authentisch in seinen Rollen. Wie hat er dir gefallen? Fand ich auch super. Der hat dieses, dieses Denken wie Batman halt, so ein bisschen so, die Stadt ist irgendwie verloren und dieser Batman ist der Einzige, der irgendwie was machen kann. Ne, ich meine, der Rest davon, der Commissioner und so, die sehen ihn halt alle nur als den Vigilanten. Mhm. Und er ist derjenige, der durchaus sieht, so, nee, der hilft uns. Ne? Ja, richtig. Der bringt uns voran. Und ja, hat mir also auch richtig gut gefallen. Teilweise wie soll ich das sagen? So ein bisschen Fanboy von Batman, hatte ich das Gefühl. Das stimmt. Ne? Das stimmt aber, total. Ne, mir hat es gefallen. Also, ich finde, er ist auch manchmal ein bisschen der Erklärbär im Film. Ja. Wenn er auch zwischendurch mal Sachen erklärt. Ja. Aber gut, das muss halt auch mal sein. Fand ich jetzt nicht ganz so schlimm. Ja. Aber einer muss es halt tun, ne? Richtig, genau. Und das ist halt auch für mich so ein bisschen das einzige Problem, was ich mit dem Film hatte. Es wird manchmal sehr, sehr viel. Wir haben sehr lange Dialoge manchmal. Und das ist vielleicht mal ein Ticken zu viel zwischendurch. Ja, das ist genau, was du sagst. Das ist dieses, aber ich fand's super. Die Sachen waren alle wichtig. Nur manchmal vielleicht war mal eine halbe Minute bis Minute zu lang. Der Dialog. Ja. So darfst du da merkst, okay, da ist der Film ein bisschen zu lang. Es sind jetzt keine 5 bis 10 Minuten Dialoge, die stören, sondern immer so dieser kleine Tick zu viel. Genau. Ich gebe dir vollkommen recht. Ja, dann lass uns zum Batman kommen. Wir haben schon drüber gesprochen. Was ich gelesen habe, wir haben ja auch mitten im Film einmal ein bisschen Nirvana, ne? Und der Batman soll ja auch so ein bisschen diese Kurt Cobain-Figur auch sein. Ne? Das sieht man ein bisschen an seiner Optik. Der hat ja was von Kurt Cobain, der nimmt nur nicht den tragischen Weg. Ja. Hast du das auch so wahrgenommen? Er ist so dieser Emo-Batman auf jeden Fall, ja. Und das ist das, was ich am Anfang schon sagte, dieses
dieses Zornige, dieses Ungestüme, auch dieses teilweise Unbelehrbare. Und das fand ich halt von Robert Pattinson unheimlich gut gespielt. Dieses, ich gehe meinen eigenen Weg und wie er am Anfang auch sagt, ne, I am vengeance, ich bin die Vergeltung. Ja. Und erst später, und das auch durch Alfred, ja, versteht, nee, so funktioniert das System nicht. Oder so funktioniert Batman nicht. Batman kann nicht nur die Vergeltung sein. Batman muss mehr sein als das. Richtig. Ja? Und das war halt klasse. Ich meine, die erste Szene, wo er das sagt, ne, ich bin die Vergeltung, da dachte ich schon, alter Schwede, was geht jetzt hier ab? Ich meine, das war ja das, was sie leider auch schon im Trailer gezeigt haben. Ja, da war ein bisschen zu viel im Trailer drin, ne? Das war ja schon eine Szene, wo du denkst so, oh Mann, ja. Das wird aber ein ganz schöner Klopperfilm. Ja, und du hast schon gerade gesagt, das ist das Schöne an diesem Film, Batman wandelt sich im Laufe des Films. Das heißt, er ist nicht plötzlich anders, sondern er merkt immer auch an seinen Taten, dass er was ändern muss. Ja. Und Alfred ist da so wieder sein Anker zum Guten, so ein bisschen mehr. Und da halt auch wieder die Vaterfigur, ne? Genau. Ja, lass uns mal über die Bösen sprechen. Wir haben jetzt, du hast schon gesagt, wir haben quasi die zwei Wege, der Riddler und Falcone. Die Riddler haben wir schon besprochen. Falcone, muss ich sagen, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich erstmal gedacht, oha, ob das gut geht. Denn er wurde ja gespielt von John Turturro und den kennen wir ja eigentlich als den Verschwörungstheoretiker aus Transformers. Kenne ich ihn zumindest. Daher kennen wir ihn und als Jesus aus The Big Lebowski. Oh ja, stimmt. Mhm. Die beste Szene in einem Film jemals, wie er da die Bowlingkugel spielt und im Hintergrund von den Gypsy Kings Hotel California auf Spanisch erklingt. Das ist eine der besten Szenen überhaupt. Und der ist ja... John Turturro, der hat noch in... wie heißt er? Barton Fink hat der, meine ich, war er mit drin. Oh, okay. Der hat in zig Filmen, der hat aber viele Komödien auch dabei gespielt, obwohl das eigentlich auch mehr so ein Charakterdarsteller ist. Ja, ich habe ihn total als lustig im Kopf. Das war so mein Bild, was ich hatte. Und ich habe ihn eigentlich so ein bisschen halt noch so als Charakterdarsteller im Kopf. Und ich finde, ganz ehrlich, der hat den diesen Mafiosi, den Falcone, hat der richtig gut gespielt. Ja. Das hätte ich dem gar nicht zu ernsthaft. Ich nicht, also, überhaupt ich mein, nicht. Ich habe den auch am Anfang nicht in der Rolle gesehen. Mhm. Aber wie der den dann gespielt hat, habe ich gedacht, doch, das passt. Das passt wie Arsch auf Eimer. Ja, und auch da wieder, ne? Der ist auch so vielschichtig, das ist nicht rein böse. Der hat von Thomas Wayne den gerettet und der hat sich quasi revanchiert. Das heißt, der gleicht Sachen aus, die ihm gut getan wurden, aber er bringt auch einfach Leute um. Ja, absolut. Ne? Und das ist ja auch das, was den ganzen Film ausmacht. Es ist halt kein Superheldenfilm per se, es ist so ein Superheldenfilm mit Anleihen in Mafia-Film, in Gangster-Film allgemein, Krimi, Detektivfilme, so in die Richtung. Ne? Und fand ich genial. Richtiger Film Noir haben wir hier sowas. Ja, absolut, oder? Sehr cooles. Ja, hast du das auch so empfunden? Ja, total. Film Noir? Total, total gut. Und zwar schon die erste Szene mit, wo sie den Bürgermeister da mit dem Panzertape zugeklebt und da dachte ich schon direkt, das ist ein Film Noir. Ja, total gut. Also. Und ich meine, allein wie Batman da reinkommt, außer sein Kostüm, hätte das, sag ich mal, auch ein anderer Detektiv, ein normaler Detektiv sein können. Ja. Ne? Aber du hast gerade das Kostüm gesagt. Das Kostüm war ja auch mal ein bisschen anders. Es sah ja wirklich an manchen Stellen aus wie zusammengenäht. Gerade die Maske, ne? Ja, natürlich. Das ist halt noch nicht der Batman, wie er später halt wird. Es ist halt dieser, der findet sich halt noch in allen Belangen. Das fand ich auch mal nett gemacht, dass man halt wirklich sieht, auch da eine Evolution. Wahrscheinlich im nächsten Teil wird das dann wieder ein bisschen spezialisierter noch aussehen, ein bisschen professioneller aussehen und so weiter. Also. Genau.
Und dann haben wir noch einen Bösewicht. Und zwar, wir haben den Pinguin. Und das ist, glaube ich, der Schauspieler, wenn man es nicht wüsste, wird man ihn nicht erkennen. Colin Farrell ja. als Pinguin, als Oswald. Er ist eigentlich noch Nachname. Ich habe Nachname schnell vergessen. Cappelpot, danke. Und der Oswald. Pinguin ist auch hier keine Comicfigur, sondern ist ja wirklich ein, ja, ein Mafia. Wie nennt man es? Was ist seine Rolle? Wie mögen wir uns bezeichnen? Ja, er ist der, wie nennt man den nochmal, die zweiten, Weiß das gar nicht. Die rechte Hand quasi. Sind das die Carpos, ne? Ja, das kann sein. Mhm. Carpos sind doch, meine ich, immer die zweiten, oder? Das kann sein, ja. Mhm. Entweder die rechte Hand vom, nee, vom mal, Boss. Der, nee, warte mal, der, wie heißt der mal, der rechte Hand von einem, Consiglieri, so. Ach so, okay. Da habe ich mich da vertan. Ja, so der daneben steht. Mhm. Und der im Grunde genommen natürlich die Iceberg Lounge, die musste da rein, das ja, fand ich super. Ja, fand ich auch gut. Aber ja, ne, er hat halt das fand ich ehrlich gesagt aber in bis jetzt den letzten, also sowohl jetzt die Dark Knight Trilogie als auch jetzt in dem neuen. Die Superhelden oder auch die Schurken, die wurden nicht comichaft geschrieben. Also ja. der comichafteste in den Filmen waren immer war Batman selber. Mhm. Ne, ob ich da so ein Joker nehme oder ein Bane oder ein Ra's al Ghul oder so, ne, die sahen nie so aus wie ja so comicmäßig, sondern eher halt, ne, wie könnten die im echten Leben rüberkommen. Wie könnte das aussehen? Selbst Bane war ja kilometerweit vom Comic weg, wo man ein bisschen Angst hatte. Absolut. Weil der ja im Comic doch eher lustig als bedrohlich wirkt. Finde ich zumindest. Ich finde Bane bei dem, was ich an Comics mal gesehen habe, ich finde den dadurch, weil der so extrem, der sieht so aus wie so ein Wrestler der 90er Jahre. Ja, ganz er oft. Ist halt dieser Luchador, ne? Der ja. hat ja halt dieses, diese Maske halt auf. Mhm. Richtig. Ja. Und deswegen ist der für mich nie so bedrohlich, wie er dann in dem Batman-Film war, wo der auf mich halt deutlich bedrohlicher wird, von Tom Hardy gespielt hat. Finde ich richtig gut. Aber ja, auf jeden Fall, ich muss sagen, mir hat der Pinguin von Colin Farrell hat mir sehr gut gefallen. Ja, mir auch. Wobei ich den DeVito mochte ich auch. Ja, der passte auch in den Burton-Film, ne? Der passt da, genau, er passt in den Burton-Film auch gut rein. Ja, weil Burton ist ja eh ein ganz anderer Stil immer. Aber hier, Burton. Der Pinguin ist ja hier, ich würde sogar fast sagen, Batman ist ja nicht nur so ein bisschen die Teil-Origin-Geschichte von Batman, sondern auch ein bisschen vom Pinguin, nämlich vom Aufstieg des Pinguin. Ja, das kann man durchaus so sehen. Und deswegen sehe ich auch den Pinguin gar nicht so, es wird ja jetzt viel gemunkelt, was kommt im zweiten Teil, der bestätigt wurde. Ich sehe es gar nicht so unwahrscheinlich, dass der Pinguin da wiederkehrt und dann eine größere Rolle einnimmt. Ja, ich habe ja, also ich, die hatten ja schon so ein paar deleted scenes auch geleakt. Mhm. Da siehst du ja auch wiederum eine andere Version vom Joker zum Beispiel. Ich hoffe diesmal ehrlich gesagt nicht auf den Joker. Ja, nicht bei dir. Ich sag mal, das Batman-Universum hat noch so viele gute. Ne? Man hat zum Beispiel immer noch einen Deathstroke. Mhm. Man hat was Mr. Freeze, der mal rehabilitiert werden muss. Man hat zum Beispiel einen Mr. Freeze, wobei das ist ja auch eine tragische Figur, ne? Ja, also richtig. Er ist ja auch nicht von Grund auf böse. Ja, aber eine sehr interessante Figur. Eigentlich schon. Er macht das ja alles nur, um seine Frau zu retten. Mhm. Also du hast da auf jeden Fall noch zig Leute, die du irgendwie einsetzen könntest. Ich denke, wenn du den Joker bringen willst, und die haben jetzt, wird ja gemutmaßt, dass es auch hier eine Trilogie geben wird, dann müsste der Joker für mich der Abschluss sein und dann müsste es eigentlich die Verbindung zum Joker-Film sein. Dann müsstest du da den Übergang zu Joaquin Phoenix finden. Ja. Weil die beiden passen in ein Universum. Die passen auch schauspielerisch, meine ich, gut zusammen. Mhm. Die würden sich richtig gut ergänzen. Ja, das denke ich auch. Also, Joaquin Phoenix und Robert Pattinson, das wäre schon eine Hausnummer als Batman und Joker. Das, wobei auch da würde ich wiederum sehen, Joaquin Phoenix würde wahrscheinlich
da so ein bisschen die Hauptrolle übernehmen. Das ist schwer zu schreiben, dass Robert Pattinson da nicht untergeht gegen die schauspielerische Leistung, das stimmt. Ja. Obwohl er selbst ja auch ein sehr guter Schauspieler ist, aber ja, da müssen die Rollen wirklich ausgeglichen geschrieben werden. Aber Joaquin Phoenix gegen Robert Pattinson als quasi Finale der Trilogie, das könnte ich mir schon gut vorstellen. Also. Ja, definitiv. Warum eigentlich nicht? Da müssen wir mal gucken. Wie fandest du denn generell das Finale vom Film? Wir haben ja am Ende dann, wo man eigentlich denkt, okay, der Riddler ist gefasst, dann kommt das große Endfinale, wo dann die Flut über Gotham hineinbricht. Wie fandest du denn da schon vor diesem Finale? Fand ich persönlich, hätte es gar nicht gebraucht. Mhm. Aber also dass es dann halt reingebaut haben, ich meine gut, man muss auch sagen, es ist der Riddler, ne? Der hat dann halt immer noch eine Überraschung dann parat. Oder beziehungsweise der lässt sich jetzt nicht so einfach überlisten. Mhm, richtig. Und ja, also wie du schon sagtest, du hast das eben so ein bisschen angedeutet, dieses biblische. Ja. Ne? Jetzt wird die Stadt gereinigt. Ja, das hatte schon so ein bisschen was in dieser Richtung. Was ich halt gut fand, war dieses dieses nicht, du hast einen Batman, der nicht unbesiegbar ist. Mhm. Ne, du hast ja gesehen, wie der da am Struggeln war und ohne Selina hätte das nicht überlebt. Ja, richtig. Und du hast dann aber auch gesehen, diese Wandlung, dass er dann sagt, so, ne, so nach dem Motto, was er vorher gemacht hat, das ist nicht meine Aufgabe, das ist die Aufgabe der Polizei, quasi die Leute da zu retten. Und dass er in diesem Moment bei ihm diese Wandlung durchgesagt hat, nee, ich bin da, um Gotham zu retten. Und das schließt alle mit ein. Und dadurch muss ich jetzt auch die Menschen hier retten. Ganz genau. Und das letzte Stück war die Charakterentwicklung für Batman. Dafür war das letzte Stück da, das Finale. Ja, das kann sein, ja. Wir hatten auch, ich weiß gar nicht, war es die Post-Credit-Szene oder war es davor, ja diesen ersten, zumindest den verbalen Einstieg vom Joker. Du hast schon gesagt, du musst ihn nicht sehen. Hättest du die Szene überhaupt gebraucht in dem Film jetzt? Nö, hätte ich nicht gebraucht. Nee, ich auch nicht. Sag ich ganz ehrlich. Fand ich da jetzt auch überflüssig. Du hast es schon gesagt, wir brauchen nicht schon wieder einen Joker, weil den Joker hatten wir so oft, es gibt noch so viel mehr im Batman-Universum. Gib uns doch mehr als nur das. Genau. Ja. Und Batman hat wirklich interessante Gegner. Das ist ja das Ding, ne? Batman ist nicht so, dass man sagen würde, so, naja, du hast den Joker, du hast den Riddler, dann hast du noch den Pinguin, das war's. Nee. Ne? Also, wie gesagt, das ganze Universum drumherum. Du hast zum Beispiel einen Hugo Strange, das wäre super, wenn die den mit reinbringen würden. Mhm. Das ist auch ein geiler Charakter. Ich fand auch sowohl Two-Face fand ich in den Nolan-Filmen ist ein bisschen untergegangen, da hätte man viel mehr draus machen können. Ja. Und auch Scarecrow finde ich unheimlich gut. Als Figur. Ja, natürlich. Das kann man ja, so wobei, viel da, mehr da muss ich auch sagen, das war natürlich auch super. Du hattest da wie heißt er? Cillian Murphy, den ich sowieso mag, aber da war der natürlich super. Mhm. Ja, ist total gut gemacht. Also. Aber du hast zum Beispiel, was auch noch super interessant war, was ja auch so ein bisschen immer im Hintergrund schwebt, ist hier der Rat der Eulen. Mhm. Council of the Owls bei Batman. Diese Hintergrund Vereinigung, so ein Geheimbund von den Gothams mächtigsten Bürgern und all sowas. Das ist zum Beispiel auch noch, das wäre auch ein super Strang, den man mal irgendwie reinbauen könnte. Oh mein Gott, ey, da wären so viele halt. Ja, das stimmt. Es ist also, halt eigentlich sehr vielfältig, was du da alles hast. Man muss es halt nur nutzen, was man hat. Ja, natürlich. Ne? Oder auch die
Die Töchter von Ra's al Ghul, die war, gut, die wurde ja im letzten Film, wurde das auch so ein bisschen angesprochen, aber dass da eigentlich auch mehr war. Das war ehrlich gesagt ein bisschen Käse, die Tochter von Ra's al Ghul in den neuen Filmen, finde ich. Die ist mir viel zu kurz gekommen, die hatte auch für mich null Charakter, außer dass sie die Tochter von Ra's al Ghul war. Ja, richtig. Das war ein bisschen schade um sie. Die ist in Wirklichkeit ja ganz anders gewesen, sag ich mal, ne? Mhm. Ach, da geht's so. Weiß ich, Black Mask zum Beispiel, das wäre auch noch eine super Figur, die man reinbringen könnte. Ja. Firefly. Es gibt so viel Gutes. Ne? Mad Hatter, das wäre auch sowas. Ne? Poison Ivy habe ich auch schon vermisst. Wir sollten mal, glaube ich, einen eigenen Podcast mal darüber sprechen, welche Gegenspieler für Batman wir uns wünschen würden und auch wie wir uns das vorstellen. Da könnten wir mal drüber jetzt sprechen. Jetzt mal ganz ernsthaft, da habe ich schon drüber nachgedacht. Mhm. Einen muss ich da bringen. Poison Ivy würde in die jetzige Zeit, würde die einfach so perfekt reinpassen. Mhm. Du würdest aus Poison Ivy eine Umweltterroristin machen. Ja. Ne? Super gut. Du würdest einfach eine sagen, die sagt so, ne, Klimawandel, das. Und die da mit extremsten Mitteln die ganze Sache bekämpft. Das könntest du so gut einbauen. Ja, das wäre auch so zeitnah, ne? Weil das Thema Klimaschutz und Klimagefährdung, das verlässt sich auch so schnell nicht. Eben. Das könnte man super nutzen, hast vollkommen recht. Also, es gibt schon gute Leute noch. Und wenn wir denken, es soll eine Trilogie werden, zweite Teil ist jetzt angekündigt, dann, ich bin echt gespannt. Wenn du jetzt auswählen müsstest für den zweiten Teil, wir haben jetzt viele genannt, wer wäre der Gegner, den du dir wünschen würdest in Teil 2? Poison Ivy? Ja. Ich bin schwer am Überlegen. Ich möchte keinen Joker auf jeden Fall. Ich möchte, dass der Pinguin noch ein bisschen mehr kriegt. Und ich überlege, ich würde, glaube ich, gerne einen besseren Mr. Freeze sehen. Ich würde gerne mal weg von Eiswitzen von Arnie zu jemandem kommen, der wirklich diese gebrochene Persönlichkeit ist. Und dadurch halt da die Bösewichtrolle einnimmt. Das würde mich interessieren. Das wäre auch cool. Wenn wir jetzt auf Batman zurückblicken, wo ordnest du Robert Pattinson jetzt ein bei deinen Batman-Darstellern? Auf jeden Fall weit oben. Mhm. Und den besten würde ich nicht sagen. Mhm. Aber definitiv einer der besseren. Ich denke auch. Ja, also besten, dafür muss er sich noch bewähren. Aber er hat es gut gemacht. Und was ich so schön finde, endlich mal ein Batman, der sich die Augen schminkt. Damit man nicht diese weiße Fläche hat unter der Maske. Ja. Auch wenn er ohne Maske aussieht wie ein Waschbär, aber es ist halt logisch, dass er das macht. Ja, eben. Ich bin auch nicht der Einzige, der diese Reminiszenz gesehen hat, als als das Batmobil aufkam. Mhm. Und dann die Szene gezeigt wurde, hinten das Batmobil und diese Turbine, dieser Feuerstrahl, der rauskam. Ja. Das ist doch ganz klar auf die 60er-Jahre-Serie gewesen. Ja, sicher. Ne? Obwohl wir natürlich, hatten wir den nicht auch noch bei den Burton-Filmen? War der da nicht auch noch mit drin? War das ein Einzelner? Kann sein, ja. Ich glaube, ja. Ich glaube, da war auch noch der Einzelne mit drin. Ich hatte nämlich direkt an den Burton-Film gedacht, an das alte Batmobil, das auch hinten diesen Antrieb hatte. Okay. Aber ja, ich hatte, du hast vollkommen recht. An die 60er gedacht. Aber war das Batmobil nicht super? Also ich fand auch das war dieses, so stellt man sich das, kannst du dir das vorstellen? Weißt du, so eine aufgemotzte Maschine halt. Das ist das Batmobil. Richtig. Auch dieses, dass die Bathöhle jetzt nicht stylisch ausgebaut ist, sondern einfach nur funktional ist. Ja. Das passt auch sehr gut. Ja. Ja. Ja, dein Fazit zum Film? Großartig. Also ich fand den wirklich großartig. Ich habe mich lange drauf gefreut. Ich hatte, wie gesagt, von Anfang an nicht diese Bedenken gegen Robert Pattinson. Ich bin nicht enttäuscht worden. Überhaupt nicht. Bin ich voll und ganz bei dir. Es ist halt nicht der typische Superheldenfilm. Ne, es ist kein Marvel Avengers. Aber ich glaube,
so für manche Leute ist das auch ganz angenehm, weil die da eben dieses Superkräfte, Superhelden-Gedehns in dem Film nicht so haben, sondern durchaus halt mehr, ja, eine Detektivstory. Wir hatten diesmal den Detektiv-Batman in dem Film. Ja, das ohne tut viel Schnickschnack, ohne viele Gadgets, ne? Und die Gadgets, die du hattest, die waren sinnvoll und nachvollziehbar, in meinen Augen. Ja, auf jeden Fall. Es war jetzt nichts, wo du sagen würdest, so, ui, ne, da hat er jetzt aber da technisch das Größte rausgeholt. Nee, was hatte er denn große Gadgets? Er hatte seinen Fluganzug quasi unterm Cape, den er mal genutzt hat. Ja, und das war im Grunde genommen, war das ja so ein Wingsuit. Ja, genau, es war einfach ein Wingsuit. Das ist ja realistisch. Ja, ne, das war durchaus realistisch. Dann hat er diese Netzhautkameras gehabt. Ja, genau. Und was ich ganz cool fand, den Battering im Bettzeichen. Ja, total gut. Das fand ich super, das hat mir gefallen. Ist es auch so pragmatisch natürlich wieder. Ansonsten Haken, dies, das, jenes, was er sonst hat. Ja, das übliche. Aber diese Battering allein, das war so praktisch auch wieder, ne? Das ist einfach gut, auch dass der das einfach mal als Messer eingesetzt hat. Nicht groß geworfen, sondern einfach mal, ich musste mit was losschneiden, fertig. Echt gut. Ja. Eben. An sich wirklich ein guter Film. Manchmal Dialog ein bisschen lang. Stimmung on point. On point, ja. Und das hier war für mich wirklich Detektiv Batman und auch ein bisschen Arkham Game Batman. Danke, dass du das hast. Ja. Ja. Weil das ist es. Und ich habe wieder Bock auf die Arkham-Spiele. Oh, ich ja auch, oder? Ich werde es auch nochmal durchziehen. Nochmal vorne. Allein Arkham Asylum ist es wert, 3, 4, 5 Mal gespielt zu werden. Ich glaube, eins der besten Detektivspiele dieser Art, ne? Ja, definitiv. Und was ich sagen muss, das fiel mir auch auf, die Darstellung von Gotham, die war irgendwie wie aus Gotham Knight. Aus Arkham Knight. Ja. Das kann gut sein, stimmt, das reicht. Das hat mich teilweise wirklich erinnert. Allein diese Szene da, wo, also die letzte Szene, da habe ich mich total an Arkham Knight erinnert gefühlt. Ja, das stimmt. Ja, dann schauen wir doch mal, was da als nächster war. Erstmal, Schnauzi, vielen Dank, dass du mit mir hier ein bisschen über Batman gequatscht hast. Ja, vielen Dank, dass ich das durfte. Sehr gerne immer wieder und wir treffen uns wieder, um nochmal ein bisschen über den Rahmen von Batman zu sprechen, vor dem nächsten Film oder in nächster Zukunft. Und ansonsten allen Podcast-Zuhörern wünsche ich noch einen schönen Tag. Und wenn ihr Anmerkungen eurerseits zu The Batman habt, gerne als Kommentar hinterlassen. Und dahin wünschen wir euch alles Gute. Macht's gut. Bis demnächst. Tschüss.